Nein! Das waren sie! Oh mein Gott, Leute, heute pranken wir Jancel! Bist du bereit? Ja! Wow. Leute, erinnert ihr euch noch, als wir Jancel geprankt haben und das Auto angemalt haben? Das war lustig. Das war richtig krass und sie war übertrieben wütend. Und genau sowas machen wir heute wieder. Nina, liebst du Pranks? Ich liebe es zu pranken. Ich das auch. Das ist sehr cool. Ja, Mann, oder? Ja. Also, wir gehen jetzt runter und ich habe eine richtig fiese Idee. Was denn? Wir werden nämlich so tun, als ob Jancels Auto geklaut wurde. Das wird richtig krass und gemein. Also komm, jetzt geht's los. Die Arme. Okay, Nina, wir fahren jetzt nämlich runter in die Garage. Und da steht nämlich auch das Barbie-Car von Jancel. Ja, okay. Und da müssen wir uns irgendwas überlegen, dass sie halt denkt, dass das Auto geklaut wurde. Und schau mal, wir haben hier auch schon was vorbereitet. Da steht, ich habe dein Auto geklaut. Warte mal, du hast vergessen, dass Barbie-Car Kameras hat. Oh mein Gott, Nina, du hast recht. Jancel kann ja auch sehen, was wir machen. Kann ich mich abdecken? Stimmt, wir müssen jetzt mal drauf aufpassen, dass die Kameras vielleicht abgedeckt sind, ne? Sonst sieht sie ja, wer der Dieb ist. Und wir sind ja die Diebe vom Auto. Also, auf jeden Fall du. Ich kann noch kein Auto fahren. Ja, stimmt, Nina. Nur du, nur ich kann Auto fahren. Da hast du recht. So, Nina, da hinten steht auch schon das Auto. Ja. Komm, wir gehen mal dahin. Ey, dein Outfit passt ja perfekt zum Auto eigentlich gerade, oder? Warte, eigentlich, hier gibt es doch keinen Platz, wo wir parken. Doch, doch, uns fällt schon was ein. Ich kann doch überall dann sehen. Ja, das stimmt, Nina. Also, dein Tipp vorhin war richtig gut. Wir sollten die Kameras irgendwie abdecken, oder? Ja. Schau mal, hier hat das Auto ja Kameras, Nina. Richtig. Und dann müssen wir irgendwie schauen. Ja, aber wie wollen wir das denn machen? Ich weiß nicht. Das wird jetzt echt schwierig. Nina, weißt du, was Jancel am allerliebsten liebt? Ja, ihr pinkes Auto. Genau, und ich glaube, dann wird sie auch am richtig sauer sein, wenn wir das gleich klauen werden. Ja. Oh mein Gott, das stell dir mal vor, sie kauft sich einen neuen Tesla dann. Oh mein Gott, das wird so witzig. Aber das wird gleich noch richtig fies werden, Leute. Also bleibt dran, wenn ihr die Reaktion von Jancel sehen wollt. Ja, auf jeden Fall, Leute. So, Nina, du bleibst jetzt hier kurz mal stehen und ich muss jetzt das Auto umparken, okay? Okay. Also Leute, ich habe zum Glück auch noch die Schlüssel vom Barbie-Car. Deswegen kann ich auch hier reingehen. Schau mal, da ist Nina. So, Nina. Ey, das wird gleich richtig fies werden. Sie wird, glaube ich, vielleicht sogar weinen. Oh mein Gott. Leute, also, ich muss jetzt irgendwie das Auto in eine ruhige Ecke parken, dass sie es nicht sehen kann. Ich würde sagen, ich fahre jetzt los und du läufst einfach so ein bisschen mit, oder? Ja. Okay. Wo sollen wir jetzt das Auto hinparken? Vielleicht da lang. In der Ecke? Ja. Such mal eine richtig geheime Ecke, okay? Ja. Boah, ja, ich habe eine Ecke gefunden. Boah, ja, das ist sehr krass. Ja, oder? Ja. Hier könnt ihr das Auto niemals finden. Ja. Also, Nina, schau mal, hier stand ja eigentlich ihr Barbie-Car, ne? Am besten packen wir jetzt den Zettel einfach hier hin, okay? Und guck mal, wenn sie dann kommt, steht dann nur dieser Zettel da und ihr Auto ist weg. Das wird richtig witzig, oder? So, Nina, wir haben jetzt das Auto weggeparkt. Okay. Und wir gehen jetzt mal zu Jancel und wir rufen sie mal mit einer Vorwand runter, okay? So, die müsste auch, glaube ich, hier sein. Hey, Jancel! Hi, Leute, wie geht's euch? Gut, wir waren gerade so ein bisschen unterwegs. Ich habe Nina abgeholt. Na, wie geht's? Ey, wir haben dieselben Haare heute. Oh mein Gott. Na, Leute, Hashtag Team Pink, hast du gedacht? Genau. Jetzt fragst du dich, warum ich gerade filme. Ja. Wir drehen nämlich jetzt gerade mit Nina so ein richtig Lass cooles uns was Video. Essen gehen. Genau, okay, wir wollen jetzt essen fürs Video. Genau, wir wollen jetzt essen gehen. Ich XXL sagen, essen oder? Vielleicht McDonald's. Okay, irgendwie was gut. Cooles. Ah, okay, machen wir. Dann komm mal mit runter. Gut, let's go. Schlüssel hast du vom Auto? Ja, genau, ist hier in meinem Handy. Okay, komm, okay, dann gehen wir mal raus. Hey, cool, na, voll die coole Überraschung hier mit Mina. Danke. Ja. Ah, Fendi, du bist auch hier? Boah, ey Leute, was denn das? Hi, Fendi. Voll cooler Tag heute. Ja, ne? Ich habe extra Mina für dich abgeholt. Danke. Seid ihr schon ready für mein Barbie-Car? Geil! Leute, ich feiere es halt immer, ne? Mit unserem pinken Auto durch die Streets. Ey, warte, wieso lachst du eigentlich so, als wenn du was angestellt hättest? Nicht angestellt. Wieso lacht Mina eigentlich die ganze Zeit? Ich lache, weil es ist einfach nur richtig ein witzigen Tag heute. Okay, ich auch. Das ja. Ist cool. Cool. Ihr seid die Besten. Ja, ne? Let's go. Wo ist dein Auto? Ich hab mein Auto da geparkt! Ey, nein! Ich hab dein Auto geparkt! Na hier! Nein, das nimmt doch anders, das kann jetzt nicht sein! Nein, Leute! Leute, da ist ein Zettel! Was? Was ist das? Ich habe dein Auto geklaut. Wenn du es zurück willst, suche im Gaming-Zimmer? Was ist
das denn? Hä? Ey. Wir wollten noch essen gehen. Ey, ich glaube, es gab einen Dieb, der hat dein Auto geklaut. Hä? Ich habe dein Auto geklaut. Leute, wir müssen die Polizei anrufen. Ey, ich würde sagen, genau, ganz ruhig bleiben, Jancel. Jancel, nicht traurig sein, wir rufen jetzt einfach die Polizei an, okay? Mir ist noch nie sowas passiert. Komm, wir rufen die Polizei. Alles ist doch gut. Wir rufen mal Zeit. Leute, ich rufe jetzt die Polizei an. Ich hoffe, die kann mir helfen. Leute, aber wieso sollen wir im Gangraum nachkommen? Keine Ahnung. Spricht die Polizei? Ja, hallo. Mein Auto wurde geklaut und da steht, ich soll im Gamingzimmer nachsuchen. Sie müssen mir weiterhelfen. Ich habe jetzt kein Auto mehr. Also ganz ehrlich, wir können Ihnen jetzt ganz schwer helfen. Ich würde an Ihrer Stelle genau das machen, was auf dem Zettel da steht, ja. Auf dem Zettel steht, wenn du es zurück willst, suche im Gamingzimmer. Sollen wir denen jetzt glauben? Wie soll der Leute, in ihr Haus kommen? Diese Art von Diebstähle kennen wir schon sehr oft, haben wir oft erlebt. Ich würde an ihrer Stelle genau das machen, was auf dem Zettel steht. Jancel, am besten nicht, weil wir gehen mal zum Gamingraum und gucken, was da ist. Okay, okay. Wenn wir da nichts finden, können wir auf dem Blatt gucken, ob wir da eine Spur oder so finden. Ja, okay, dann komm ins Gamingzimmer. Komm, vergiss dein Handy nicht. Oh ja. Ja, aber wir finden den schon. Das ist mir noch nie passiert. So Leute, ich lasse mir jetzt nochmal was richtig Gemeines einfallen. Ich habe hier nochmal so einen kleinen Hinweis gebastelt. Und dieses Barbie-Handy, das liebt Jancel einfach übertrieben. Und jetzt kommt dieser Hinweis hier rein. Ja, und dann verstecken wir das hier. Wir legen das wieder in die Position, wo es immer war, im Gaming-Zimmer. Und wenn sie das findet, dann hat sie den nächsten Hinweis, wo sie suchen oder wonach sie suchen muss. Ey Leute, das wird so krass. Ach, wenn das so ist, wenn wir jetzt im Gaming-Zimmer nachschauen müssen. Okay. Mal rein. Oh ja, toll. Mir geht's gar nicht gut. Oh Mann, jetzt ab ins Gamingzimmer. Ja, Leute. Das ist so nervig, Leute. Mir ist sowas noch nie passiert. Hier hinter Buzz Lightyears Kopf. Da ist ja auch nichts. Da ist auch kein Schlüssel. Da ist auch kein Standort. Was? Hinter den Play-Buttons auch nichts. Was? Du hast was? Ah, hinter dem Play-Button schauen wir mal nach. Ist da auch nichts. Auch nichts. Hier alles schwarz. Oh. Auch nicht hinter der Autogrammkarte. Da auch nicht. Wo kann ich denn noch suchen? Ich bin doch schon im Gamingzimmer, Leute. Ich weiß nicht, wo ich suchen mich wollen. Mal an, ja. Was? Ich guck mich mal an. Na gut. Darf ich auch gucken? Hier ist was. Oh, warte mal. Du wolltest dir doch nur gerade. Du wolltest doch nur gerade vom Spiegel gucken. Ja, nimm jetzt. Ich was ist das? Oh mein Gott. Leute. Oh mein Gott, Haare. Warte mal kurz. Hier steht: Schau auf die Kamera. Ich guck lieber auf die Kamera anstatt jetzt auf deine Haare. Egal, lass sie so, die sind doch so schön. Nee. Schau auf die Kamera, okay. Leute, was meint der mit Kamera? Soll ich ein Selfie machen oder ja, sowas? Ja, ich brauche Kamera. Oh mein Gott. Stimmt, mein Tesla filmt ja alles. Let's go. Wo ist die Kamera? So, wartet jetzt mal kurz, ich hole jetzt die Kamera. So, Leute, ich schaue mir jetzt die ganzen Überwachungsvideos an vom Tesla. Und schau jetzt, wer wirklich der Täter war. Also Leute, schaut mal. Hier sind Barış und Mina. Aber vielleicht haben sie ja nur mein Auto sauber gemacht. Warte mal. Hä? Hä, was machen die da? Leute, was machen die dort? Das waren sie! Das waren sie! Oh mein Gott! Die wollten mich sprengen! Das waren sie! Sie hatten dieses Klaublatt einfach in der Hand. Das kann doch nicht sein. Schaut mal, wie böse die aussehen und wie sie hier lachen. Das ist doch nicht deren Ernst. Leute, ich rufe die jetzt an. Leute! Was los? Wart ihr das mit meinem Auto? Nein, das sagen wir nicht. Aber ich hab's auf meiner Kamera gesehen. Die braucht nicht zu lügen. Die hat uns entdeckt. Mhm. Jancel, wenn, dann war er das, nicht ich. Ich kann nicht mein Auto fahren. Leute, ihr beide wart das. Ich hab's euch beide gesehen, wie ihr beide hinterhältig gelacht habt. Ihr habt mich geprankt. Das kann nicht euer Ernst sein. Leute! Mann, Leute, jetzt muss ich. Wo ist jetzt mein Auto? Lasst ab zu mein Auto jetzt. Let's go! Du musst mir jetzt unbedingt zeigen, wo mein Auto ist. Ja, mach ich nur, weil du meine beste Freundin bist. Aber du hast mich noch geprankt. Was ist denn das? Barış, du? Das war alles Minas Idee. Leute, ihr habt mich beide geprankt. Ich kann doch kein Auto fahren. Leute, lasst ein Like da, wenn ihr es cool fandet. Ich fand's gar nicht cool. Leute, nebenbei, wir sind schon 4000 WhatsApp-Mitglieder. Oh mein
Gott, der Link ist in meiner Videobeschreibung. Ihr müsst einfach nur darauf klicken und dann gelangt ihr zu meinem WhatsApp-Kanal. Ja! Das ist so cool. Mein Auto steht nur um die Ecke. Wie konntet ihr mir das antun, Nina? Warte, ich kann doch kein Auto fahren. Das war sein Schuld. Was? Warst du? Oh mein Gott! Leute, ich dachte, ich hätte es verloren. Das war einfach hier um die Ecke. Was ist das denn für ein Prank, Leute? Das war gar nicht lustig. Doch, war das. Nein. Doch. Leute, wenn ihr es lustig fandet, dann lasst jetzt alle ein Like da. Aber ich war so traurig. Zum Glück habe ich mein Auto wieder.